Hallöchen YouTube, ich darf euch zu einem weiteren Video auf unserem Kanal begrüßen. Ich spiele wieder mal Call of Duty World at War und ihr seht hier die Thompson, die ich dabei habe, mit Sprengkommando, Spezialfeuerkraft, Extrembedingungen und für den Panzer, der wieder mal nicht zum Einsatz kommt, das Artillerietraining und die Map ist, glaube ich, Hof. Sorry, dass ich da ein bisschen spät angefangen habe aufzunehmen, aber naja, scheiß drauf. Dann komme ich mal zu meinem Thema, über das ich heute reden wollte. Und zwar habe ich jetzt schon letzter Zeit wirklich ziemlich viele Videos auf YouTube gesehen und mir gedacht, geht's eigentlich noch? Also die großen Kommentatoren, ich muss denen echt mal hier, ja, wie soll ich sagen, also kein Lob auf jeden Fall aussprechen. Weil ihr Umgang mit der Community ist im Moment wirklich ziemlich zum Kotzen. Es wird wirklich von der Seite her nur noch geflamed und keine Ahnung. Es geht mir einfach tierisch auf den Sack. Es kommen jeden Tag neue Videos. Ja, postet hier doch nicht so viele falsche Kommentare unter mein Video und bla und bla. Und ihr könnt euch ja alle nicht benehmen und so und... Das haben wir jetzt in dem Friseur-Video ja schon mal gesagt, so ziemlich, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil es mich wirklich tierisch aufregt. Es ist einfach, die müssen damit klarkommen, die haben 100.000 Abonnenten, jetzt zumindest einer, ich will jetzt hier keine Namen nennen, und da sind natürlich auch viele Idioten dabei und von den Idioten postet halt nicht nur jeder Idiot einen Kommentar, sondern so ein Idiot postet halt auch gerade mal 10 Kommentare oder so. Und da steht dann halt drin, du Hurensohn und keine Ahnung und, aber... Damit muss man einfach klarkommen, sowas muss man ignorieren. Ich finde, das ist sowas von idiotisch, dass da dann jetzt hier überall rumgeflamed wird, wie scheiße die Community in Deutschland doch ist und so. Und in England ist es auch nicht anders. Ich gucke zwar nur manchmal einen Ami-Kommentator, aber bei dem sind die Kommentare auch nicht viel besser. Und das ist totaler Quatsch, dass unsere Community einfach so verkackt ist und so. Und man muss es auch mal sehen, der Altersdurchschnitt in der Community, der liegt vielleicht bei... 14,5 allerhöchstens Jahren oder so, 14 irgendwie. Und dass da manche noch nicht ganz frisch im Hirn sind, das ist ja wohl auch normal. Und ich denke, das sollte man akzeptieren. Und Max FPS, den könnte ich jetzt eigentlich mal da als gutes Beispiel anbringen, weil den muss ich dafür echt loben. Der hat am Anfang wirklich auch mal deswegen gestresst. Da habe ich schon gedacht, was labert der eigentlich? Aber mittlerweile gibt er da also totalen Fick drauf und da bin ich, das finde ich echt gut, weil so sollten alle Kommentatoren damit umgehen. Das wollen die ganzen Hater ja nur, dass man hunderttausende Videos über sie macht und dann sich über sie aufregt und über die Hater flamet, damit sie wieder weiter flamen können. Das brauchen die ja irgendwie. Und ich glaube, man würde die ganzen Hater viel mehr strafen, indem man ihnen einfach sagt, wir ignorieren euch, wir machen keine Videos mehr zu euch oder halt zu dem Thema und wir ignorieren euch einfach völlig. Und warum machen die das nicht so? Das ist echt mal, wenn es hier irgendein großer Kommentator sieht, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, nehmt euch das echt mal zu Herzen, macht einfach nicht so einen Scheiß, ignoriert den Dreck einfach und ja, steht da einfach drüber. Und mich würde mal interessieren, was ihr dazu eigentlich sagt. Was haltet ihr denn davon? Also ich finde, wenn jetzt jemand unter mein Video postet, ey du Hurensohn, du kannst nicht spielen, keine Ahnung, das ist mir ja völlig egal. Der ist wahrscheinlich selber nicht besser. Der ist wahrscheinlich 13 und hat eine 0,2er KD oder so. Und mich juckt es nicht. Das ist mir egal. Ich spiele, wie ich spiele und da hat mir keiner was zu sagen. Wenn er es schlecht findet, dann soll er es nicht angucken. Und dann heule ich ja nicht rum. Also... Ich verstehe das nicht, wie man da irgendwie so rumflamen kann. Und was sagt ihr dazu? Mich würde es interessieren, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und vor allem, falls ihr jetzt YouTuber seid und damit schon mal Erfahrung gemacht habt, dann wäre es auch nochmal interessant, das zu hören. Und ja, das war es eigentlich so zu dem Thema. Und da das Gameplay ja noch ein bisschen dauert, kann ich jetzt noch ein bisschen was anderes sagen. Und zwar wollte ich mich mal offiziell hier entschuldigen von uns allen, dass wir die Klassenguides nicht weitergemacht haben, dass wir das ein bisschen schleifen lassen haben. Und ja, ich bin eigentlich als nächstes dran mit dem Engineer-Klassenguide, aber ich muss morgen meine KGL halten. Wenn das Video oben ist, habe ich es wahrscheinlich schon gehalten, habe ich es schon hinter mir. Wie Jay ja auch schon eine Geschichte gemacht hat, muss ich auch eine Geschichte machen, nur dass ich Leistungskurs bin und er Zweistünderkurs nur und das ist halt noch ein bisschen stressiger. Und da habe ich einfach übertrieben viel Zeit jetzt investieren müssen in letzter Zeit und es sackt einfach total. Und ja, deswegen entschuldige ich mich mal, dass wir hier den Klassenguide nicht gebracht haben, weil ich habe einfach die Zeit und die Lust irgendwie nicht gefunden in letzter Zeit, aber
Ich denke mal, am Wochenende habe ich ja 4 Tage Wochenende. Habt ihr das eigentlich auch? Oder ist es nur hier bei uns in Baden-Württemberg so, wegen den Feiertagen? Ja, da setze ich mich, denke ich, mal dran, mache mal ein paar Clips, Engineer-Clips und so, und dann nehme ich das alles mal auf. Und ich denke, also allerspätestens nächste Woche irgendwann kommt es dann sicher, der Engineer-Klassenguide. Und ja, ihr könnt ja auch mal unter das Video drunter schreiben, falls ihr noch irgendwelche Anregungen dafür habt oder so, was ich da vielleicht noch reinbringen könnte, irgendwie irgendwelche speziellen Tipps oder so. Schreibt es einfach rein, wenn euch was interessiert. Und ja, ich werde dann den Engineer-Klassenguide hochladen und ich glaube, Jay macht den Support-Klassenguide oder Enver. Ich bin da nicht gerade so im Bilde, aber ja, egal. Irgendeiner von denen wird es dann auch machen und das Gameplay ist dann gleich vorbei. Die Stats sind jetzt nicht so über hier, 34-7, aber für CD5 schon ganz gut. Ich habe über die Hälfte der Kills gemacht und jo, ciao, bis zum nächsten Mal.